Hola amigos, wir haben heute wieder einen Gast in unserem Video. Wir hatten im letzten Video einen dabei, bei dem ich gesagt habe, bei 4000 Likes gibt es eine Revanche, Leute. Und zwar haben wir den lieben Stojko dabei, den wir gleich in der Runde treffen werden. Er hat ja letztes Mal gegen mich verloren und ich habe ihn ja ein bisschen verarscht mit Hex. Und das ist in der letzten Episode passiert. Wir sagen zu den Leuten, hey Leute, lasst mal ein Like da, wenn ihr 4000 Likes schafft. Gibt es eine Revanche mit Stojko? Was sagst du dazu? Also kriege ich das Preisgeld nicht. Bro, wir machen doch noch eine Revanche, okay? Wir gehen rein, mal gucken, was er zu sagen hat. Stojkoli, was geht ab, Digi? Bevor ich irgendwas sage, wo sind meine verdienten 100 Euro? Ja, darum geht's heute nämlich, Stojko. Wir haben ja letztes Mal gesagt, wir kriegen eine Revanche. Also, du kriegst eine Revanche. Ich habe dich ein bisschen verarscht mit den 100 Euro. Komm mal, ich mach dir ein letztes Angebot, okay? Wir spielen jetzt drei Runden. Drei Runden. Und ja, wenn du in diesen drei Runden einmal vor mir bist, kriegst du 100 Euro. Nur einmal vor dir. Nur du musst einmal. Nur einmal vor mir ins Ziel kommen. Ich werde keine Hex benutzen oder nix. Also wirklich diesmal ohne Anflug. No joke. Sonst wirklich, ich gebe dir das Geld. No joke. Ja, okay, machen wir so. Okay. Okay. Also Leute, die erste Runde ist Jungle Roll. Wie gesagt, du musst nur vor mir ins Ziel kommen, dann kriegst du 100 Euro. Und warst du letztes Mal eingeschnappt eigentlich? Oh, mein Controller spackt rum. Jetzt geht's wieder. Warst du letztes Mal eigentlich sauer, weil ich dir das Geld nicht gegeben habe, oder? Was denkst du denn? Die Frage kann sich auch selbst beantworten, oder? Ja, ich glaube schon, dass du sauer warst. Ich habe dich auch geprankt mit dem Hack. Das war schon assi von mir, bin ich ehrlich. Ja, aber wenn du sagst, dass du jetzt ohne Pranks machst oder irgendwas, nein, dann ist okay. Really? Really? Ich werde dich nicht pranken oder so. Wenn du wirklich als erstes vor mir ins Ziel kommst, gewinnst du die 100 Euro. Und viele waren auch auf deiner Seite und waren dann sauer auf mich, weil ich dir das Geld nicht gegeben habe, Leute. Aber zu meiner Verteidigung, ich wollte ja pranken. Das war ja die Videoidee. Deswegen dachte ich, komm, ich gebe dem lieben Stojko nochmal eine Chance, 100 Euro zu gewinnen. Und wenn er wirklich gewinnt, seht ihr auch als Beweis, Leute, dass ich ihm die 100 Euro gegeben habe. Aber die erste Runde ging erstmal an mich. Ich habe dich gar nicht gesehen in der Runde. Ja, ich mache erstmal langsam. Ja, okay, okay. Also, hier, Steff, das ist deine nächste Chance, die 100 Euro zu gewinnen. Und Leute, ich sag euch ehrlich, ja, Junge, 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 und warum spielst du eigentlich wieder die Hexe? Warum spielst du die Hexe? Die wird mir heute Glück bringen. Okay, okay. Ey, hast du, nee, stimmt, du hast gar keine Emotes, hast du letztes Mal gesagt, gell, glaube ich. Also ich hab, genau, ich hab keinen Schlagen, Boxen, Schubsen, alles hab ich nicht. Ich hab's zwar rechts stehen, aber... Oh, oh nein, 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 jawohl. Oh, jawohl. Digga, warum machst du... Einen Moment, Leute. Nein, das wird ganz knapp. Oh mein Gott. Hey. Oh, nein, nein, Digga, nein, nein, oh mein Gott. Nein, das war so knapp. Du hast am Ende verkackt, ne? Grad. Ja, ach alles. Mann. Alles gut, Digga. Du hast ja jetzt noch das Finale von der 1 von 3 Runden. Du kannst es noch schaffen. Du kannst es noch schaffen, Mann. Und ich werde es schaffen. Ja, ja, guck mal. Digi, meine Lieblingsmap. Hier wird's richtig abgehen. Das ist meine Lieblingsmap. Ja, komm, komm. Humbug. Leute, ihr kennt's. Laser Tracer Seville Map. Ja. Bist du gut auf der Map? Oder ist... Warum machst du die ganze Zeit Emotes eigentlich? Machst du das mit Absicht, wenn ich fragen darf? Dich oder? Um dich zu irritieren, ne? Das ist meine Taktik. Dein Ernst jetzt? Das ist dein Ernst jetzt? Einfach so, einfach so. Einfach so, okay. Okay. Ja. Also einer ist schon rausgeflogen. Gut, ich muss ja dazu sagen, wir spielen ja gegen Bots. Wow. Digga, das wird jetzt echt ein knappes Duell hier, ne? Mal gucken, wie lange wir durchhalten. Spielst du mit Controller oder Tastatur eigentlich? Also ich spiele mit Controller, aber ich spiele das Game ja eh nicht so oft. Okay. Mit Controller ist auch am besten. Aber auf PC spielst du, ne? Auf PC, ja. Man kann ja auf Controller auch auf dem Handy spielen, Leute. Junge, hör mal auf, die Emotes zu machen. Ey, nur noch wir zwei jetzt, ne? Das ist die erste Runde. Okay. Ja. Also Leute, ich will auf... Werde es gewinnen. Digga, was machst du mit den 100 Euro, falls du die gewinnen solltest? Ach so, ja, eigentlich. Oder entweder die Zuschauer entscheiden das, falls ich gewinnen sollte, was ich auch werde. Oh mein Gott, können das die war Zuschauer krass, das entscheiden, okay? Okay, was sollen die Zuschauer entscheiden? Entweder Skins holen oder okay. Müsli. Alter, wie gut bist du? Ja. Bro! Ich bin gerade schon fast gestorben. Oh nein, nein. Oh nein, mein Gott. Ich hab aus Versehen Doppelsprung gemacht. Was war das für eine kranke Runde aber, Digga? Ja, war spannend. Leute, Digga, also Respekt. Bro, Laser Tracer bist du krass. Wir gehen rein in die zweite Runde. Also die Leute dürfen entscheiden, was man mit den 100 Euro machen, falls du gewinnst solltest. Genau.
Leute, schreibt's mal rein in die Kommentare, was Deuko mit den 100 Euro machen soll. Soll er sich davon irgendwas beim Rewe kaufen? Oder irgendwelche Skins in StumbleGuys oder sonst wo reinstecken? Könnt mal gerne reinschreiben. Und dann gucken wir einfach mal. Aber... das ist jetzt die zweite Runde hier wieder bei Jungle... ey, das fängt wieder bei Jungle Roll an. Muss ich sagen. Ist schon richtig nice. Bist du runtergefallen? Vielleicht. Also, ich muss auch sagen, Bro, ich gebe dir schon einen krassen Vorteil. Ich habe ja gesagt, du musst nur einmal vor mir ins Ziel kommen. Und es ist ja schon wild so, ne? Also, einfacher geht's ja nicht, eigentlich. Ja, ich krieg das auch, glaube ich, noch hin. Okay, gucken wir mal. Digi, einfach Stumble-Soccer. Du musst jetzt einfach nur gewinnen. Aber warte mal, bist du Team Blau oder Gelb jetzt? Ich bin Team Gelb. Oh mein Gott, okay, Leute. Das könnten wir jetzt echt gewinnen hier. Und das Lustige ist, wir haben halt nur Bots, ne? Das heißt, ja. Wer von uns beiden einfach besser ist, gleich im Fußball, bei StumbleGuys hat gewonnen, weil wir haben nur Bots, die können halt gar nichts, ne? Ey, Junge, alle Bälle sind bei mir auf der Seite. Ja. Nein, 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 nein. Nein. Oh mein Gott, du bist hier die Hexe. Stimmt ja. Ey, ey, du kannst jetzt gleich ein Tor, mein Freund. Nein, 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 nein. Flugkopfball, komm. Egal, komm, den mach ich jetzt rein hier. Oh, du bist da vorne alleine, ich bin alleine hier. Mhm. Okay, okay. Ey, Junge. Nein, 1:0. Ja, oh, oh, ja, oh. Was, was? Ist der nicht reingegangen? Habt ihr das gerade gesehen, was hier abgeht? Hast du das gesehen gerade bei mir im Tor? 1:0 für Blau. So... nein, 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 nein. 1:0 für Blau. Und? Nein, weg, 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 weg. Jawohl. Nein, nein. Das Tor hab übrigens ich gemacht. Soll ich gucken, noch so zu. Info, Digga. Oh, 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 oh. Also StumbleSoccer mit Bots bockt sich halt übelst, muss ich sagen, weil da kommt... oh, es steht 2:1. Ihr habt auch ein Tor gemacht. Ja, 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 ja. Nein. Jetzt kommt noch eins. Ja, komm, 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 mach sie rein. Jawohl, stark, nein, nein, stark, nein, stark, nein, stark, nein, stark, nein. Stark. 3:1 für uns. Wo ist der andere Ball? Nein. Guck mal, du bist so ein Assi, ne? Guck mal, guck mal. Guck, dit. Nein. Ey, das gibt's nicht, das gibt's nicht. Ey, meine Bots sind einfach richtig OP. Du hast gerade einfach davor in den Pfosten getroffen und nicht reingemacht. Yeah. Boom. Komm schon. 5 Sekunden, okay, das war's. GG. Okay, das ist auch Win. Ey, du hast jetzt noch eine ganze Runde, ne, zu gewinnen. Stoiko, es wird eng. Ich mache jetzt noch das Finale hier. Danach gehen wir in die dritte Runde rein, Leute. Und dann wird es sehr, sehr eng für Stoiko. Vielleicht kann es heute auch nichts werden mit den 100 Euro, bin ich dir ehrlich. Mal gucken. Mal gucken. Okay, Leute, aber zuerst noch mal kennen den kleinen Pier. Wir wollen ja natürlich auch das Finale hier gewinnen. Wir gucken mal, wie gut die Bots hier sind. Aber ich denke jetzt nicht, dass die hier gewinnen werden. Ich meine an sich, ja... was erhoffst du dir denn jetzt in der letzten Runde? Welche Map willst du unbedingt haben, wo du sagst, da besiegst du mich? Hundertprozentig. Ich will nochmal Laser Tracer haben. Laser Tracer? Ja. Ja, das war halt krass. Also, da hatte ich einen Moment, da habe ich mich krass gesaved. Und da habe ich fast verloren. Aber da war es so richtig gut. Okay, wir haben den Win, Leute. So, jetzt gehen wir in die dritte und letzte Runde rein. Stoiko, ich würde mich jetzt anstrengen, wäre ich du. Ja. Ansonsten war es das mit den 100 Euro. Aber, aber nun gut, wir gehen rein. Ey, Digga, warum kommt jedes... wir hatten letztes Mal Pivo Push und jetzt wieder Pivo Push. Okay. Es geht los. Ja. Das heißt, du musst nur einmal vor mir durchs Ziel kommen und ich kann dich... Junge, die blocken mich. Ich komme nicht durch. Ich auch nicht. Digga, bist du wieder die Hexe oder was bist du jetzt? Ja, ich bin neben dir, vor dir. Ja, ich bin vor dir. Digga, Leute, ich muss jetzt echt konzentrieren. Kurz ruhig, kurz ruhig. Bro, du bist echt ein Assi, ne? Du bist... und du tust so... ich bin nicht gut in StumbleGuys. Oh. Aber, Digga... du bist richtig gut, bin ich dir ehrlich. Oh, oh mein Gott, wer jetzt hier einen Fehler macht, war's das. Oh. Nein, nein, ach man, war so knapp. Ich gehe so in knapp. Den Halbfinale rein, Leute. Stoiko, haardünn, ja. Hauchdünn vorbei, hauchdünn. Komm, Leute, wird es was für Stoiko oder nicht? 100 Euro stehen hier auf dem Tisch. Mal gucken, ob du diesmal wieder verlierst. Oh mein Gott. Nichts gescriptet, nichts, Leute. Ich schwöre es, es kam wie einfach Laser Tracer. So, jetzt mein Freund. Jetzt mein Freund. Leider ist es nicht Finale. Wenn jetzt 8 Bots rausfliegen, dann war es das mit Laser Tracer. Das ist halt schade. Ach, ja, schade. Das ist blöd. Aber wir können trotzdem jetzt hier immerhin spielen.
Mal gucken. GG. Du denkst auch, ich verliere bei Laser Tracer. Ich schubs dich jetzt hier rein. Ja, ja, schubs mal jetzt. Schade, dass ich im Finale gekommen ist. Ja, das wäre heftig. Alter, ich dachte gerade schon, das wäre Finale. Wir wollten genau Laser Tracer haben. Warum nimmst du eigentlich immer diese Zauberin? Hast du nur die, oder? Vielleicht. Okay. Deswegen brauche ich die 100 Euro. Okay, wir sind jetzt im Finale, Leute. Bitte, bitte, bitte kein Race. So Honeyjob wäre krass. Oder Lava Land wäre heftig. Bombardement. Jungle Roll. Oh nein. Okay. Komm schon. Ich habe keinen Bock, 100 Euro zu verlieren, Leute. Auch wenn ich es dem Stoiko richtig gönne. Aber... Digga, warum bist du vor mir jetzt hier? Weil ich gewinnen will. Kannst du den Trick hier? Guck mal. Nee. Schau mal zu mir. Hast du gesehen? Ich will es auch nicht riskieren. Ja, das ist schon krass, aber... Ich will es nicht riskieren. Ach, er schafft es auch drüber. Komm schon. Ich mache jetzt den Glitch, weil ich da den Checkpoint kriege, nämlich von hier. Was? Ich habe den Checkpoint nicht bekommen. Ey, Stoiko, chill. Nein, Stoiko, das ist jetzt mein Moment. Bro, ey, das war Stumbleguy sein Fail, ohne Spaß. Ja, letzte Runde hast du auch mit Tricks gemacht. Ich hab Glitch, ich kann nicht mich bewegen. Warte mal. Ich geh jetzt rein, das sind beide Stoiko. Ohne Witz, ich kann mich nicht bewegen, schubst dich mal weg, bitte, ein bisschen. Wie wegschubsen? Schubst mich mal bitte weg, so ein bisschen. Komm mal gegen mich. Komm. So. Ja, jetzt, warte, nee, ey, warte. Ey! Spaß! Ja! Jawohl! Bro! Jawohl! Warum kriege ich nicht den Checkpoint, Leute? Ich habe dich dann auch jetzt natürlich hier durchgelassen, weil du hättest natürlich gewonnen. Ja, klar! Ja, okay. Ich schicke dir das Geld kurz per PayPal, Leute, als Beweis natürlich auch. Ey, du hast gewonnen! GG, Leute! Stoiko kriegt sein Geld. Schreibt in die Kommentare rein, was wir mit dem Geld machen sollen. Ich schick's dir das kurz per PayPal, ja? Wir zeigen das dann mal ganz kurz hier, Leute, natürlich. Okay Freunde, ich hab's gerade weggeschickt. Nicht wundern. Stoiko heißt auf PayPal WeModYou. Und wir können es gleich mal von hier hören, ob er es gleich bekommen hat. Ich hab's dir geschickt. Sag mal bitte gleich Bescheid. Ich schick dir mal ein Screenshot. Ich hab's erhalten. Warte, ich schick dir das mal auf WhatsApp oder soll ich das auf Discord schicken? Schick mir's auf WhatsApp, dass du es bekommen hast. Ja. Guck, ich hab's bekommen. Boah, 100 Euro, jawohl! Ja, da sind sie. Sie haben 100 Euro von Caligiuri Alberto bekommen, das bin ich. GG, ihr habt's hier als Beweis, Leute. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wie gesagt, schreibt in die Kommentare, was Stoiko mit den 100 Euro machen soll. Und dann sehen wir uns. Stoiko, du hast das letzte Wort. Und ja. Also, ey Leute, ich bin so glücklich, aber ich glaube, also ihr entscheidet auf jeden Fall, was ich dann mit den 100 Euro machen soll. Aber gebt mir ein bisschen so ein paar Skins, dass ich so ein bisschen von dem Geld auch ein paar Skins holen kann. Okay. Ciao, ciao.